Das ist die fröhliche Jahreszeit und manchmal die Zeit, über die man falsch informiert ist. Oh, a present for me? I shouldn't have. Willkommen bei WatchMojo Deutschland, heute mit den Top 5 Mythen rund um Weihnachten. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns die Mythen an, von denen du bis jetzt dachtest, dass sie wahr sind. Tell me more about this. Christmas! Und vom ganzen WatchMojo Deutschland-Team, Merry Mythmas. Don't you want to spend Christmas with your family? Do you want to spend Christmas with yours? Let me freshen your drink. Nummer 5. Drei Könige besuchten Jesus in der Krippe. Keine Krippe ist ohne die heiligen drei Könige vollständig. Kaspar, Melchior und Balthasar haben seit 1857 sogar ihr eigenes Weihnachtslied, Wir drei Könige. Das Problem ist, in der Bibel wurden sie nie erwähnt. Die Namen wurden ihnen in einem Manuskript aus dem 6. Jahrhundert zugeschrieben, das ihre Darstellung in einem Mosaik in der Basilika di Sant'Apollinare Nuovo beschreibt. Die Bibel bezeichnet sie auch als Magier und nicht als Könige. Dies führt dazu, dass Gelehrte glauben, dass sie höchstwahrscheinlich antike Astrologen waren. Nach dem Matthäusevangelium besuchten sie Jesus als junges Kind in seiner Wohnung. Keine Grippe bei seiner Geburt. Sogar König Nummer 3 ist sehr umstritten. Nummer 4. Selbstmordraten. Diesen besonderen morbiden Weihnachtsmythos gibt es seit Jahrzehnten und trotz fehlender unterstützender Statistiken haben die Medien ihn verewigt. Weihnachten ist eine Zeit für Familienfreude, Weihnachtswunder und Gemeinschaft. Es klingt zweifellos glaubwürdig, dass diese Jahreszeit bei einsamen Menschen, die an Depressionen, Entfremdung oder Armut leiden, Selbstmordgedanken auslösen können, indem sie ihre Probleme in einem harten Kontrast zur allgemeinen Fröhlichkeit der Saison stellen. Selbstmord ist ein großes Problem, aber die Suizidrate erreicht im Dezember ihren Jahrestiefststand und zeigt damit, dass dieser Mythos kategorisch falsch ist. If you're not having the best day, whether it's Christmas or Hogmanay, don't worry. There's plenty more days around the corner. Nummer 3. Sankt Nikolaus, der Weihnachtsmann und Gevatter Weihnacht sind ein und dieselbe Person. Wie auch immer du die Herren nennen möchtest, die Liste der Namen ist lang. Wir verwenden diese Namen austauschbar, aber alle haben unterschiedliche kulturelle Ursprünge. Good Lord, he doesn't know about Santa Claus. I know about Santa Claus. Der heilige Nikolaus war ein gemeinnütziger Bischof aus dem 4. Jahrhundert, der Geld in Strümpfen der Armen hinterließ. Er starb am 6. Dezember, der zu seinem Tag wurde und heute für Kinder ein Tag ist, an dem sie kleine Geschenke in ihren Schuhen finden. Im 15. Jahrhundert debütierte der Weihnachtsmann in England. Er liebte es, fröhlich zu sein, gab aber keine Geschenke. In Amerika erschien der seltsame Spitzname Kris Kringle, ein Name, der wahrscheinlich vom deutschen Christkindl inspiriert wurde, einer Christus-ähnlichen Kinderfigur, die zu Weihnachten Geschenke überbrachte. Brian, go and put the Santa costume on. Niederländische Siedler brachten einen Spitznamen für Sankt Nick nach Amerika, Sinterklaas. Dieser sollte sich später in den amerikanischen Weihnachtsmann verwandeln. Dessen Mythos, der sich aus den verschiedenen Figuren des heiligen Nikolaus, des Weihnachtsmannes und des Christkindes entlehnte, ist es, was uns zu dem fröhlichen alten Mann führte, den wir heute kennen. Yes, it is I, Santa Claus! Ho, ho, ho! Nummer 2. Weihnachtsbäume haben eine lange Tradition. Tannenbäume haben lange Zeit einen wichtigen Platz in der heidnischen Tradition eingenommen. Zweige dienen dazu, ein Haus zu schützen oder in den Wintermonaten Glück zu bringen. Hey, these aren't Xmas trees. Hohala. Während heidnische Wintersonnenwendfeste das moderne Weihnachtsfest beeinflussten, kam das Konzept des Weihnachtsbaumes erst im 16. Jahrhundert in Erscheinung.
und schon damals beschränkte es sich auf deutsche Häuser. Der internationale Erfolg des Weihnachtsbaumes begann erst nach seiner Einführung durch die deutschen Einwanderer im 19. Jahrhundert in Amerika. Trotzdem war es bis zu den frühen 1900er Jahren ein kontroverses Schmuckstück oder eine seltsame Wahl, bevor es schließlich beliebt wurde und zum zentralen Feiertagssymbol wurde. Aw, bye tree. You had a good life. That's how I want to go out, dehydrated and covered in tinsel. Nummer 1. Jesus wurde am 25. Dezember geboren. Es gibt einfach zu viele Beweise für das Gegenteil. Christmas is canceled. You can't cancel a holiday. Give it up, Stanley, and you will lose New Year's. Die Bibel sagt, dass Maria und Josef auf Reisen waren, um an einer Volkszählung teilzunehmen, die historisch im September oder Oktober stattfand, nach der Ernte, aber bevor kaltes Wetter das Reisen behinderte. Das heißt auch, dass die Hirten zu dieser Zeit auf dem Feld waren, aber Herden wurden im Dezember im Stall gehalten. Die Bibel gab niemals ein genaues Datum an. Als Christen im 4. Jahrhundert versuchten, Heiden zu bekehren, haben sie bestimmte konkurrierende Praktiken wie die Wintersonnenwendfeier gewählt. Der römische Kaiser Konstantin erklärte am 25. Dezember dem Geburtsdatum des heidnischen Lichtgottes Mithras den Geburtstag Christi. Und der Rest ist Weihnachtsgeschichte. Happy Birthday! びっくりした! 全然気づかなかったよ! Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.